Das ist der Sound von echten Vögeln, die am Morgen zwitschern. Du tötest Tiere. Du tötest Bambi. Ein Bild wie aus einer anderen Zeit. Ein Mann oder eine Frau, die mit einer Waffe in der Hand im Wald sitzen und darauf warten, ein Tier zu töten. Doch so einfach ist es nicht. Wir sollten nicht auf Waffen, Tod und Trophäen heruntergebrochen werden. Jagd bedeutet mehr. Mehr Leidenschaft als Hobby. Mehr Disziplin als Aktion. Und sogar mehr Verantwortung als Vergnügen. Verantwortung für die Hege und Pflege des Wildes. Die Erhaltung gesunder Wildbestände. Wie im Falle der afrikanischen Schweinepest, das Eindämmen sowie die Verhinderung von Seuchen. Das Anlegen von alternativen Naturflächen für alle Tiere. Hierzu zählen Wildäcker, Brutflächen und Ruhezonen in den Wäldern. Das Wahren von Traditionen und Bräuchen. Aber auch die Entscheidung über Leben und Tod. Schieße ich dieses Tier oder nicht? Hier die Wahrheit. Unsere Vorstellung von Natur ist reine Illusion. In einer Welt, in der alles irgendjemandem gehört, gehören auch über 90% der Flächen, auf denen natürlich auch unsere Tiere leben, irgendjemandem. Und dieser irgendjemand verfolgt meist wirtschaftliche Interessen, beziehungsweise will mit diesen land- und forstwirtschaftlichen Flächen Geld verdienen. Jäger pachten genau diese Flächen, um ihrer Passion nachzugehen. Für die sogenannten Wildschäden, die durch die Tiere verursacht werden, zahlt der Pächter allerdings Schadensersatz an den Eigentümer. Nicht zu leugnen. Hier besteht immer ein gewisser Interessenskonflikt, der nicht zu vermeiden, aber zu lösen ist. Kurz und knapp. Jäger wollen möglichst viel Wild in ihren Beständen, Bauern aber keine Schäden auf ihren Feldern. Und Förster wollen das Wild möglichst nicht in den Wäldern. Ob die Jagd noch zeitgemäß ist? Puh, schwierig zu beantworten. Aber ich weiß, dass keine Bejagung auch keine nachhaltige Lösung ist. Sehen wir uns einige Fakten an. Auch in Nationalparks, wo alle Tiere geschützt werden sollten, wird trotzdem gejagt, um zum Beispiel den heimischen Baumbestand zu schützen. Denn ohne die Jagd würde der Bestand am verbeißenden Wild einfach explodieren. Heutzutage wird das oft Wildmanagement genannt. Da das Wild in vielen Regionen Deutschlands keine natürlichen Feinde mehr hat, ist der Mensch in gewisser Art und Weise dazu gezwungen, die Rolle des Prädatoren zu übernehmen. Ein weiteres Problem ist die steigende Population der Wildschweine, auch Schwarzwild genannt. Ob es an der Bejagung, dem Nahrungsangebot oder dem Klimawandel liegt, darüber lässt sich diskutieren. Eines steht jedoch fest, es gibt immer mehr Wildunfälle. Wildschweine sind immer häufiger an Stränden, in Städten und somit auch in unseren Gärten anzutreffen. Auch der Artenschutz spielt bei der Jagd eine wichtige Rolle. Artenschutz wie das Erlegen von Raubwild und Neozonen, sprich Füchsen, Waschbären und Co., ist essentiell für den Erhalt einer Artendiversität. Die Jagd ist für jeden, den man fragt, meist etwas sehr Persönliches und bedeutet jedem etwas anderes. Für manche ist es die Zeit mit Freunden und der Familie. Für andere geht es darum, sich völlig in der Abgeschiedenheit zu verlieren. Gerade wenn man in der Stadt wohnt, nimmt man häufig gar nicht wahr, wie viel Artenreichtum es doch gibt. Seitdem ich den Jagdschein habe, sehe ich die Natur ganz anders. Ich nehme sie viel bewusster wahr. Ich laufe mit offenen Augen durch die Welt und erlebe, wie die Natur sich im Laufe der Jahreszeiten verändert. Aber ganz klar, die Jagd ist auch die Nutzung einer natürlichen Ressource. Bei einer Sache bin ich mir sicher, ich möchte Fleisch essen. Und dafür müssen Tiere sterben. Seitdem ich jage, esse ich sogar weniger Fleisch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man einfach viel mehr Demut und Respekt davor hat, was vor allem auf dem Teller liegt. Ist es das billigste Fleisch aus Massentierhaltung? Oder ist es Fleisch, das artgerecht aufgewachsen ist? Ohne Antibiotika, gesundes Fleisch, aber Achtung, nicht bio. Man weiß einfach, wo es herkommt. Tiere, die im Optimalfall ohne Schmerzen und Qual gestorben sind. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, das will ich nicht bestreiten. Eines sind auch Jäger nicht. Perfekt. Es gibt auch schlechte Jäger. Die das Jagdgesetz nicht beachten und sich nicht weitgerecht verhalten. Es macht keinen Unterschied für das tote Tier, aber es gibt mir persönlich ein gewisses Stück Zufriedenheit, zu wissen, dass mein Essen das ganze Leben wild und frei in der Natur gelebt hat. Wenn ich beispielsweise ein Stück erlege, dann mache ich dies mit dem größtmöglichen Respekt. Nicht nur im Jagdgesetz, sondern auch für mich persönlich ist die Achtung und die Ehrfurcht vor einem Lebewesen ein bedeutsamer Bestandteil der Jagd. Es mag vielleicht komisch sein und absurd klingen. Wenn ich ein Stück erlegt habe, stehe ich einen Augenblick still und bedenke nicht nur den Jagderfolg, sondern auch an das Auslöschen eines Lebens. Was begeistert an der Jagd? Die Jagd ist nicht schick oder cool. Es ist einfach ein traditionelles, nachhaltiges und zweckmäßiges Arbeiten in der Natur. Für mich auf jeden Fall ein super Ausgleich zum stressigen Alltag. In der Natur klingeln keine Handys und häufig bist du ganz allein. Wenn ich jage, sind meine Gedanken frei. Was in diesem Moment wirklich wichtig ist, rückt mehr in den Fokus. Die schönsten Momente bei der Jagd sind für mich frühmorgens, häufig wenn ich die ganze Nacht durchgesessen habe und langsam die Sonne aufgeht. Die Tiere die Wiesen verlassen und die Vögel anfangen zu zwitschern. Die Jagd hat für mich einfach was Meditatives. Es beruhigt mich, aber es treibt mich auch um. Du kannst nicht einfach jagen gehen und glauben, es klappt einfach so. Du musst dir immer Gedanken machen. Erfahrung, Vorbereitung und Planung gehören dazu. Wie kleide ich mich heute? Wie sind die Bedingungen heute? Wie ist der Wind? Wo vermute ich das Wild? Es ist einfach vom Hobby zum passenden Wort Leidenschaft geworden. Jagd bedeutet nicht, man geht mit einer Waffe auf Pirsch und schießt immer etwas. Jagd heißt auch, 500 Kilometer Auto fahren, das ganze Wochenende im Wald zu verbringen, ohne auch nur ein Stück Wild gesehen zu haben. Ich habe Dinge erleben dürfen, von denen die meisten Menschen nur träumen. Jedoch halte ich es nicht für selbstverständlich. Nicht für eine Sekunde, da jeder Tag ein Geschenk ist. Um uns herum passieren immer wieder Wunder. Ich bin Jäger, weil ich die Verbundenheit zur Natur liebe und möchte, dass Mensch und Wild nebeneinander im Einklang leben.